Ganz so schnell scheint es dann wohl doch nicht zu gehen. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben ihr Treffen zu zukünftigen Spitzenpositionen in der EU in der Nacht zu Dienstag ohne Entscheidung beendet. Diese soll nun stattdessen auf einem Gipfel in der nächsten Woche fallen. Nein, es gibt noch keine Entscheidung. Es gibt einige Namen, die auch in den Medien kursieren. Der offensichtlichste ist Ursula von der Leyen, aber auch über sie ist noch nicht entschieden. Die drei Parteien in der Mitte haben zwar eine Mehrheit, aber keine große Mehrheit. Heute Abend ging es also auch darum, wie das Ergebnis zu interpretieren ist. Die Mitte hat ihre Haltung beibehalten, aber die Flanken sind auch gewachsen, vor allem in einigen Mitgliedstaaten. Wir haben gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs der EU zu Abend gegessen. Es war eine gute Gelegenheit, Meinungen auszutauschen, das Ergebnis der Wahlen zu reflektieren und das offizielle Treffen des Europäischen Rates vorzubereiten, das nächste Woche in Brüssel stattfinden wird. Es war ein gutes Gespräch, das meines Erachtens in die richtige Richtung geht, aber heute Abend gibt es noch keine Einigung. Am Montag hatte sich Bundeskanzler Olaf Scholz noch optimistisch über eine rasche Entscheidung zu den EU-Spitzenpositionen geäußert.